Ich sage Ja zur weiteren Forschung. Ich habe an einer klinischen Studie teilgenommen, weil bei mir Alzheimer im Frühstadium festgestellt wurde und ich anderen Patientinnen und Patienten helfen wollte, denen es genauso wie mir geht. Als ich gefragt wurde, ob meine Proben und Daten anschließend für weitere Forschungszwecke genutzt werden dürften, sagte ich Ja. Durch mein Ja kann ich anderen Betroffenen viele Untersuchungen und Klinikaufenthalte ersparen, die manchmal unangenehm und für mich und meine Familie auch nicht immer einfach waren. Ich war besorgt, was mit meinen Daten und Proben geschehen würde, aber mein Arzt versicherte mir, sie würden sicher aufbewahrt und nicht für genetische Tests verwendet werden. Deshalb sage ich Ja. Es ist gut zu wissen, dass die heute von mir zur Verfügung gestellten Proben und Daten der Forschung von morgen helfen werden. Ohne meine Zustimmung würden diese wertvollen Proben und Daten vernichtet. Mein Ja zur weiteren Forschung trägt dazu bei, schneller und einfacher neue Tests und Behandlungen für Alzheimer oder andere Krankheiten zu finden. Und wenn nicht für mich, dann für meine Freunde, meine Kinder oder deren Kinder. Möchten Sie mehr über die Einwilligung zur weiteren Forschung erfahren? Fragen Sie bitte Ihren Studienarzt für klinische Studien und lesen Sie bitte die Patienteninformationen.